Liebe Striggis, ich bin's. Heute gibt es nur ein kurzes Video. Wenn das hier so wackelig ist, dann gibt es immer nur eins auf die Schnelle. Genau, ich werde nämlich gleich noch runter den Färbekeller weiter ausbauen und von daher gibt es nur was Kleines. Aber da ich hier so ein bisschen umdisponiere und das ein Regal weg ist und im Workshop-Raum jetzt ist, habe ich euch noch wieder Wundertüten reingestellt. Und damit ihr sehen könnt, habe ich hier mal ein paar Beispiele, dass ihr mal gucken könnt. Also da ist zum Beispiel sowas drin. Oder, ich habe hier schon mal was vorbereitet, ne? Hier so eine Mischung. Oder hier ein bisschen noch mit Mohair dabei. Also das ist halt ganz bunt gemixt, so wie ihr es halt kennt. Also guckt gerne in den Shop, ich verlinke euch das unten, da sind wieder Schnäppchen zu machen. Da sind Garne bei, die auslaufen, die nicht mehr dann länger im Sortiment sind oder manchmal auch ja, Fehlfärbung oder wo eben nur noch Reststränge sind. genau. Die kommen in die Wundertüten, da könnt ihr gerne gucken. Aber ich habe euch auch noch so Basics gefärbt. Ihr wisst ja, ich stelle jetzt ein bisschen um, was das Färben betrifft. Sprich, ich färbe auf Bestellung und dafür packe ich euch aber dann die Sachen rein. Immer mehr, sage ich mal, damit ihr Auswahl habt, dass eben auch so Sachen im Shop sind, die halt immer da sind, wo ihr wisst, okay, gut, die Farbe finde ich gut. Da kann ich dann nochmal nach shoppen. Also ich habe jetzt mal hier zum Beispiel solche Töne gefärbt, ein dunkles Aubergine, dann ein relativ strahlendes Blau. Das kommt hier in der Kamera, glaube ich, ein bisschen dunkler rüber, als es tatsächlich ist. Wartet, ich muss niesen. Oder auch nicht. Oh, ich glaube, nämlich die Kinder habe ich angesteckt. Die schniefen nämlich schon seit ein paar Tagen. Und dann hier so ein Goldton. Und ich habe auch noch ein strahlenderes Lila, dunkleres Blau und einen Bronzeton. Also, wenn man jetzt mal die Blaus zum Beispiel zusammenhält, das ist wieder sowas, oder hier die Lila-Töne, da kann man so schöne, dezente Streifen machen, wisst ihr? Ich bin momentan echt so im Streifenmodus, ne? Genau, also das ist auf Merino Superwash auf der Herzwolle. 400 Meter Lauflänge, 100 Gramm und 100% Merino Superwash. Und ich habe auch, weil immer mehr Leute auch nachgefragt haben, die Moodys habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt. Ich habe euch aber auch noch Moodys gefärbt, weil jetzt ist ja auch das Wetter, wo man anfangen kann, Moodys zu verstricken. Ne? Also ich habe hier einmal so ein schönes Grün. Ich habe so einen Rosé-Grauton. Hier so ein bisschen der Blumenstiel, den ich auch auf dem französischen Bling habe, der Mohair-Wolle. Das könnt ihr zum Beispiel auch schön fäden zum Beispiel. Oder die beiden könnt ihr auch schön fäden. Die sehen relativ ähnlich aus, wobei das eine, wie ihr seht, hier so orange und muffige Sprenkel hat und der hat so grün, es ist ein ganz dunkles Blaugrün so ein bisschen. Also das könnte man schön ineinander fäden, wenn man da ein großes Tuch zum Beispiel macht. Hier habe ich euch nochmal so einen Salbeiton oder Eukalyptus. Ne, Salbei würde ich eher sagen. So ein Salbeiton und wer es bämmig mag, der kann auch bämmig. Wie gesagt, das lässt sich alles wunderschön kombinieren. Zum Beispiel das beides passt auch richtig schön zusammen. Oder auch das. Oh Gott, ne? Da kann man sich schon wieder gar nicht entscheiden. Oder die beiden sind auch schön zusammen. Dadurch, dass hier auch ein Grünton mit drin ist. Also da könnt ihr wieder richtig zaubern. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen Spaß. Ne? Strickt das Wochenende durch. Die Vögel zwitschern, ne? Vielleicht könnt ihr schon auf die Terrasse. Ihr könnt vielleicht schon euren ersten Kaffee auf der Terrasse trinken und dabei stricken. Ich hoffe es immer, aber bislang hat es noch nicht geklappt, Freunde. Das ist dann doch immer noch ein bisschen. Es regnet. Also heute ist es total mild, aber es regnet. Also, weiß ich nicht. Das fühle ich dann auch nicht so.
So, ihr Lieben. Also wie gesagt, die Wundertüten sind drin und die Muddis und die Grundfärbung stelle ich euch auch rein. Und dann, wenn ihr bestellt, färbe ich euch das nach, was eben den Vorteil hat, dass ihr aus einem Topf das bekommt. Und genau. So sieht's aus. So, ich gehe jetzt nach unten in den Keller und baue Tische auf für die Marys. So, ihr Lieben, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.